Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Death Pro. Wir spielen Pegasus gegen Kaiba und ich schmeiße Steine. Ja, er schmeißt immer Steine. Nein, nicht immer, aber ich will anfangen. Und ich fange an, indem ich dir zeige, was Pegasus drauf hat. Dann zeig mal. Tunaligatoren kann er nämlich machen, setzen, stärken. Kann dich leider nicht angreifen mit der Runde, aber es ist ein Tunaligator. Oh mein Cool. Gott. Oh shit, da kommt ein Speerdrache mit 1900 Angriffspunkten. Ich verliere 1100 Punkte, wenn du mich jetzt angreifst. Außer ich habe eine Falle, mit der ich das verhindern kann. Die du nicht hast. Ja, aber warum sonst sollte ich ein 800 Angriffspunkte-Monster in der ersten Runde in Angriff setzen? Das wäre ja absolut dumm. Das weiß ich doch nicht. Verdammt, warum habe ich es dann gemacht? Beschwert euch nicht bei mir. Das ist alles im großen Skript. Ich meinte, alles Zufall Ja, und gut, Pech. ich habe dich nicht Ich gezwungen. aktiviere jetzt das Inhaltsverzeichnis. Ich habe dich nicht gezwungen, den ersten in Verteidigung zu spielen, aber gut. Ja, Du hast oder? dich vorhin beschwert, dass ich in Verteidigung gespielt habe, weil du da irgendwas nicht machen konntest. Und dann hast du dich beschwert, dass Ja, wir in der falschen Runde weil wir in falschen Zügen waren. Das war das Problem. So, ich beschwöre jetzt ein Monster, damit du es klonen kannst. Ich meinte, das habe ich gerade hell gesehen. Ich habe Pegasus, hat jetzt ein tolles Auge. Das ist Klone nicht, diesen das hat er Klon nicht bitte. mehr, aber gut. Du hast mich jetzt geklont, Glückwunsch. Es wird mich nicht daran hindern, dich jetzt umzubringen, oder doch? Ja, kannst du nicht, jetzt mach weiter! Mein Gott! Ich setze die Tunwelt, weil Ja, mach besser früher als weiter! später. Ich gehe in die Battle Phase und ich kann aber nicht angreifen, weil dieses scheiß Monster erst in der zweiten Runde angreifen kann. Ich bin Game Over, wenn du mich jetzt mit dem 900 Monster. Ich bin echt Game Over. Du musst mich mit der Klonspielmarke angreifen und dann besiegst du mich mit dem Speerdrachen. Ich habe genau 1900 Warum soll Lebenspunkte. ich dich mit der Klonspielmarke angreifen? Was zur Hölle? Das ist der bläugige weiße Drache in einem anderen Design, als ich erwartet hätte. Was ist das denn? Each time a monster Darf you ich jetzt control was attacks an object machen? monster. Ja, gut. Was hast du vor? Willst du mich etwa angreifen? Ach, stimmt. Die Zauberkarte macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Ja, in der Immer wenn Serie. du mich angreifst. In der Ja? Serie basiert das ja darauf, dass sich Toon-Monster nicht zerstören kann. Ach, deswegen. Ich habe mich gerade schon gefragt, wie du das jetzt nutzen willst, dass du eine Karte ziehen kannst. Weil mein Monster wird sterben, wenn du jetzt angreifst. Abgesehen davon bin ich Game Over, weil ich 2100 Lebenspunkte verliere. Ja, also mache ich Endphase und du machst einfach das, was du machen sollst. Cool. Aloha. Dann mache ich das, was ich machen soll. Hö, kann ich ja noch gar nicht. Na gut, dann mache ich es ja in der nächsten Runde. Weiß nicht, was du machen sollst, ehrlich gesagt. Was? Ja, genau, das sollte ich machen. Ja, da. Jetzt kann ich dich nicht umbringen. Ja, das solltest du auch nicht! Dann habe ich halt gerade meine Zauberkarte umsonst benutzt, nur so zur Info, aber Ja, egal. du sollst mich ja auch nicht umbringen. Ich hätte dich jetzt aber umgebracht, weil ich dich gerne umbringen. Okay. Das ist meine Karte, die das Deck normalisiert, das Monster. Hä, was war das denn jetzt? Flügelschlag des Drachengiganten. Zerstöre alle Zauber- und Fallenkarten auf dem Spielfeld. Wo war da jetzt der Sinn? Ja, das ist der Punkt, an dem das Tun zu Ende ist. Und deswegen habe ich Tun dunkles Magiermädchen in der Hand. Oh. Stimmt, du solltest das Du noch hast mir opfern. vorhin gesagt, dass ich laut Anime meinen Drachen opfern soll für dieses kleine Mädchen, was absolut sinnfrei ist, aber. Na gut, okay, ihr habt es jetzt eh schon herausgefunden. Der Teil war geskriptet, weil Pegasus gegen Kaiba findet gar nicht statt. In Wirklichkeit bin ich Alistar. Wir sind immer noch in Staffel 4 Orichalkos. Da macht das Ganze auch Sinn. Machst du da mal irgendwas? Wir spielen ja jetzt richtig weiter und ich werde dieses Magiermädchen halt einfach nicht benutzen. Stimmt, ich habe gerade einfach gar nicht bemerkt, dass ich noch dran bin. Witzbold. Und ich ziehe zweimal die gleiche Karte. Mein Gott, ich muss auch Glück haben.
Ist mir egal. Cybersoldat der Finsternis. Was kann die? Wow, du hast eine Karte, mit der man Tal der Toten gut benutzen kann. Tyrannenflügel hast du dir also geholt. Interessant. Jetzt habe ich mein Deck gemischt. Ach, das war der Trick, um dein Deck zu mischen. Jetzt habe ich. Gut, ja. Ja. Für das Skript haben wir nämlich diese Funktion eingestellt, dass die Karten so gezogen werden, wie wir sie einstellen. Und jetzt haben wir aber beide gedeckte, gemischte Decks, weil ich habe vorhin eine Zauberkarte benutzt, die ist. Also gut gemischt. Sag mal, hat die nicht funktioniert oder was? Was? Also zumindest wird das Deck visuell gemischt. Dachte eigentlich schon, dass es auch wirklich gemischt wird dann. Klar. Deswegen habe ich die jetzt auch dreimal in meiner Hand. Geil! Nur so zur Info. Das heißt, ich werde als nächstes ein Monster ziehen und ich kann mir einfach schnell anschauen, welches. Als nächstes ziehe ich dann den Wissenschaftssoldat, der 3 Sterne, scheiße. Den ziehe ich dann dreimal und dann ziehe ich den Ersatzkrieger. Oh, der ist aber cool. Ich hoffe, ich halte so lange durch. Okay, gib Gas, Dennis, gib Gas. Warte, bin ich mit dran? Ja, bist du! Mein Gott. Ich dachte, ich habe dich angegriffen und dann bist du... Nein, da. Du hast zweimal angegriffen und dann nichts mehr gemacht. Übrigens, ich könnte immer noch gewinnen. Oh mein Gott. Ja, komm schon. Wie gemein ist das denn? Warte, was? Aber weißt du, aber pass auf, weißt du was? Was? Wie, man darf das nur einmal im Deck haben? Verarschst du mich? Ach so, dein blauäugiger Drache ist gar nicht im Friedhof, deswegen. Oh, da ist er ja. Und was kann das eigentlich? Was? Was? Bist du 2 Angriffe? Willst du mich verarschen? Achso, ich hab's sowieso nicht überlebt. Ah, okay, so viel dazu. Okay, das war jetzt echt. Und die Zauberkarte mischt nicht, es steht nicht in ihrer Beschreibung, das habe ich wohl vorhin übersehen. Nein, das tun immer Karten. Wenn du was. Du, pass auf, du ziehst es aus dem Deck, das heißt, du nimmst dein ganzes Deck in die Hand und schaust überall durch. Dann hast du dein ganzes Deck gesehen, also musst du dein Deck mischen. Dann muss diese Funktion, die wir benutzt haben, dafür gesorgt haben, dass es nicht wirklich gemischt ist. Es ist jetzt, also ich glaube nicht an den Zufall, dass ich dreimal hintereinander das gleiche Monster. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht funktioniert hat. Also, naja, ist ja auch egal. Jetzt machen wir das richtige Match weiter mit dem richtigen Alistar-Deck ohne Toon-Monster, oh ja. Wenn du den Raum irgendwann mal wieder neu öffnest. Den muss ich noch wegwerfen. Ja, ich musste mein Deck noch errichtigen. So, musst du das. Ich hab's einfach zweimal abgespeichert. Einmal mit plus Toon im Namen. No Bunless, TCG, UCG, Match-Duel. Das lösche ich jetzt übrigens wieder. Und jetzt eine 4000! Oh, das war eine 7. Horst. Ah, da ist er ja. Sehr gut. Alistar, du bist dran. Kaiba 7. Let's play. Du hast keine Chance. Jetzt wird richtig geplayed. Oh, Mist. Oh, das ist ein guter Start. No Effect Monster, cool. Ah, du kannst das gerade. Okay. BTF! Ich setze erstmal dieses Monster. Und beende meinen Zug. Ich habe ziemlich viel. Was ein bisschen komisch ist, das ist das einzige Deck, wo Kretias, dieser Kretias, der in meinem Deck ist. Ja, was ist mit Kretias? Das ist das einzige Deck, wo er drin ist und das ist komplett, sieht komplett anders aus als das Deck, was an der Stelle im Anime verwendet wird. Ah, okay. Sag mal, hast du zufällig ein Kriegermonster da liegen? Nein. Oh, warte, was kann das? Ich glaube nicht, dass ich Kriegermonster überhaupt im Deck habe. Ich meine, du kennst Kaibas Deck. Drachen. Das also, ist ein cooler Effekt, den ich nie benutzen würde normalerweise, aber da wir blauäugiger. So, der Effekt besagt nichts, weil wir nichts auf dem Friedhof packen. Yay. Mein Junge, das bringt dann sehr viel.
Du hättest sonst eine Spezialbeschwörung machen können. Und dann benutze ich noch den hier. Oh. Ah ja, der Topf der Gier. Der in 90% aller Decks drin war. Oh, das Siegel von Aurikalkos. Stimmt, das war spezialbeschworen. Also ganz ehrlich, wenn du Aurikalkos nicht auf dem Feld hast, solltest du vielleicht so Ziehkarten als erstes spielen. Und nicht erst später. Dir ist bewusst, dass ich Topf der Gier erst benutzt habe nach der Spezialbeschwörung. Ja, aber ich meine, du hast es ja vorher schon besessen, diese Karte. Nein, ich habe das Siegel von Aurikalkos danach erst gezogen. Mann. Nein, du hast Topf der Gier schon vorher gehabt. Ja, richtig. Ja, also benutzt du solche Ziehkarten, bevor du was beschwörst. Beziehungsweise bevor du was spezial beschwörst, damit du sicher gehst, dass dir das eben nicht passiert. Ach so. Ach so. Ist doch ganz logisch. Ist doch einfach logisch. Lass mich, ich brauche zwei Monster, damit ich teuflische Maschine Omega setzen kann. Okay, ja. Warte mal. Ja, verarsch mich, jetzt macht er das auch noch. Also deswegen hasse ich Yu-Gi-Oh! Manchmal, zumindest. Mhm, manchmal. Ach, der war das, der Drachenkopf. Ja, weißt du, es ist einfach absolut lächerlich und schon verliere ich 3000 Lebenspunkte. Pass mal auf. In der zweiten Runde. Ich bin sogar Game Over und wenn du nicht schneller drückst, drücke ich auf Aufgeben. Drück schneller. Ich kann nicht mal angreifen. Was? Solltest Seelentausch dir mal merken, wie die Karte funktioniert. Nö, merke ich mir nicht. Mir verbietet dir nämlich anzugreifen, weil das sonst zu OP wäre. Das ist sowieso schon OP, weil ich meine, was soll ich denn jetzt machen? Ein Monster spielen. Vor allem, ich habe ein Monster mit dem und ein paar andere Karten auch spielen. Aber nein, das habe ich halt leider noch nicht gehabt. Es ist absolut sinnfrei, weil egal was ich jetzt spiele, du kannst mit deinem schwächeren Monster töten. Echt? Die haben alle unter 1500 Verteidigung? Nicht alle, aber die, die ich ohne Opfern beschwören kann. Das kann ich aber nicht wissen. Eigentlich. Doch. Davon gehe ich grundsätzlich eigentlich aus. Ich kriege ja einen Angriffsbuff. Das heißt auf jeden Fall, dass du den da zerstören kannst. Jetzt ist er erstmal weg. So viel dazu, dass ich Game Over gehe. Übrigens, es können keine Fallenkarten aktiviert werden. Steht da. Da steht nur nicht, ob das für immer gilt. Ja, wie auch immer. Der Experte für taktische Spionage. Ah, mein Gott, jetzt, wieso hast du eigentlich dreimal Wiedergeburt in dem Deck? Warte, was ist das jetzt für ein Effekt? Ist das der Ausrüstungseffekt? Ja, das habe ich doch auch schon mal benutzt. Ich bin mir ziemlich sicher in diesem LP. Ich mache jetzt aber das hier. Hä? Kontaktfusion. Ist das jetzt gezaubert? Ja, Kontaktfusion. Nee, das weiß ich nicht, was das ist, tut mir leid. Die beiden Monster konnten sich einfach aneinander anfassen und dadurch fusionieren sie. Hast du es nicht im Kopf, wie die aussehen? Die stecken sich einfach ineinander. Ich kann, soweit ich weiß, das auch wieder Kontakt defusionieren, dann krieg ich die anderen beiden wieder. Was ist denn das stärkste Monster in unseren Friedhöfen? In meinem liegt, glaube ich, gar nichts mehr. Die Dinger sind verbannt? Wieso sind deine Monster verbannt? Ich schätze mal, damit man... Weil man kann die ja wieder zurückholen, indem man quasi das Ding wieder wegtut. Und man kann die Kontaktfusion wieder rückgängig machen, das geht ja ohne Probleme. Deine Monster sind leider nicht Krieger. Deswegen werden sie wahrscheinlich genau in das Feld gelegt. Das wird dann dafür reserviert in dem Sinne. Ach, das ist echt schlecht. Egal, ich mach das jetzt trotzdem. Was soll's, ich mach das trotzdem. Gut, du kommst mit Keim auf 3000 wahrscheinlich. Okay. Ist du ein starkes Monster drin? Oder willst du... du willst wahrscheinlich ein stärkeres Monster beschwören, oder? Damit du ein Opfer. Oh, 2100 hat er schon. Ich frag mich, was jetzt mit dem Siegel von Aurikalkos passieren wird. Lol. Toll. Ja gut. Karte ist nicht so OP wie im Anime. Wir haben schon mehrfach geschafft, sie versehentlich zu annullieren und zerstören. Wahnsinn. Scheiß Siegel von Aurikalkos. Ja, es ist hier drin halt nicht OP. Ich kann die Kontaktfusion anscheinend nicht rückgängig machen. Dann erklär mir, warum ich dreimal Entzauberer im Deck habe.
Er hat mir jetzt quasi arg ins eigene Fleisch geschnitten. Das, ohne den hätte ich jetzt nicht verloren. Das weiß ich nicht, warum du den dreimal im Deck hast. Oh, Gottes Willen. Also einen schlechteren Start kann man sich gar nicht vorstellen. Das Siegel von Aurikalkos! Wait, what? Ja, was, wait, what? Darauf ziehe ich erstmal zwei Karten. Wieso? Was macht dich denn so stutzig? Dass ich in der ersten Runde kein 8-Sterne-Monster setzen kann und 4 Zauberkarten nicht unbedingt gleich alle hinsetzen möchte, oder was? Du hast keinerlei Monster? What the fuck? Ich habe noch ein Siegel des Aurikalkos und dann habe ich noch Landformen, mit dem ich mir das dritte Siegel des Aurikalkos holen kann. Ganz ja, okay, es kann natürlich auch passieren, dass man so zieht. Aber dann setzt es zumindest ein, weil dann kannst du das Siegel nicht nochmal ziehen, du verstehst? Oh, fuck. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Ich bin hier fast umgeschmissen, meine Flasche. Das wollte ich aber nicht. Au. Die Runde geht an mich, außer du machst jetzt irgendwas, was sofort stärker als mein Monster ist. Vier Zauberkarten in meiner Hand, von denen ich zwei nicht benutzen kann. 600. 400. Okay. Ich kassiere keinen Kampfschaden, wenn du den Rettungskrieger zerstörst. Das ist schön. Fuck, ich komme nur weg. Sag 2100. Okay, was, wie stark ist das Ding? Das ist auch 2100 stark, ernsthaft. Aber es hat 2200 Verteidigung, das hält mir aus. Okay, dann kannst beschwöre ich den hier. Monster auf dem Friedhof bringen, aktiviere oder so? Ich das hier. Ach, lol. Ich hasse das. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Effekt dafür aktivieren muss, aber ich glaube, das muss ich machen, um Kontaktvision machen zu können. Dein Monster ist voll im Angriffsmodus. Ah, okay. Jetzt nicht mehr. Und der hat glücklicherweise 2200, also überlebe ich erstmal. Der YZ-Tank-Dragon. Ich überlebe nur so lange, bis ich es geschafft habe, mein 8-Sterne-Monster aufzurufen. Oh. Diese Karte wird zusätzlich immer... Wait, what? Habe ich das? Ich glaube, in dem Deck ist irgendwas falsch. Warum? Okay. Kralle des Kretias. Diese Karte wird zusätzlich immer als legendärer Drache Kretias behandelt. Lege eine Fallenkarte, die aus einem Fusionsmonster aufgeführt ist, das nur mit Kralle des Kretias als Spezialbeschwörung beschworen werden kann, von deiner Hand auf oder Spielfeldseite auf dem Friedhof. Falls die Karte gesetzt ist, zeige sie vor. Dann beschwöre das Fusionsmonster als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck. Du kannst nur eine Kralle des Kretias pro Spielzug aktivieren. Okay, und in deinem Extra-Deck ist kein Monster, auf dem das zutrifft, oder was? Nee, in meinem Extra-Deck sind nur XYZ-Fusionen. Da müsste eigentlich noch irgendwas sein, was mit Kretias selber zu tun hat eigentlich, laut allem, was ich weiß. Ja, eigentlich, da hast du recht. Scheint was zu fehlen. Oder er hat sie nie benutzt.
Ich glaube, Kritias hat allerdings auch im Anime einen anderen Effekt, nicht wahr? Insofern. Naja, man, die Drachen waren ja in der Lage, teilweise auch mit Zauberkarten zu fusionieren. In dem Fall ist das Ding eine Zauberkarte. Warte mal. Aber ich hab dir doch vorhin die Fallenkarte gezeigt, die du in dein Deck nehmen musst. Weil du sie damit fusionieren kannst. Warte mal, was kann ich jetzt? Das war der Doom Virus Dragon. Wie auch immer sich der nochmal im Deutschen nennt. Muss spezialbeschwört werden mit Fang of Kriterias und Crush Card Virus. Ja, das ist die Fallenkarte, Crush Card Virus. Du hast einfach vergessen, dieses Fusionsmonster. Ja, ich hab's nicht vergessen. Das sollte standardgemäß da drinnen sein. Ich hab's dir in Discord gebaut. Das sollte standardgemäß da drinnen sein. Tut mir leid, dass das nicht standardgemäß da drinnen ist. Und denkst dir dann, oh, das Bild sagt mir irgendwie nicht. Nee, das... Hättest du ja merken können oder so. Abgesehen davon, ist die Fallenkarte überhaupt in deinem Deck? Na egal, machst du irgendwann irgendwas? Ja, Crush Card ist in meinem Deck, das weiß ich. Kannst du mir gerade erklären, was ich bei meinem XY-Tank aktivieren kann? Bei meinem XY-Panzer-Drachen? Drachenpanzer, okay, so heißt der Blödsch. Wirf eine Karte aus deiner Hand ab und dann wähle eingesetztes Monster, das dein Gegner kontrolliert. Zerstöre das gewählte Ziel. Ah. Toll. Warte, den brauche ich gerade nicht. Als ich gerade vorgelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, ich kann es anscheinend nur mit Verdeckten machen. Ja, natürlich, das habe ich gerade vorgelesen. Okay, warte mal. Nein. Ich dachte, ich kann mein Monster auch mal irgendwann aktivieren, weil man kann es ja eigentlich ausrüsten auf ein anderes Monster, aber anscheinend muss da aber erst noch irgendwas passieren. Was ist denn wie scheiße ist, was offen auf dem Feld liegt. Und weil es schwächer ist, oder was? Ja. Wen holst du jetzt zurück? Oh. Oh, fuck. Teuflische Maschine! WTF, da ist ja sogar ein Omega-Zeichen. Ja. Wenn ich den Effekt aktiviere, kriege ich 1000 Angriffspunkte. Lass mich mal rechnen, dann habe ich 4300. Oh, ich besiege ein Monster, das 1500 hat. Überlebst du das? Ja, du überlebst. Wer weiß. Kann ich das eigentlich darauf anwenden? Kann man eigentlich Fusionsmonster, also dein YZ-Drachenpanzer, vom Friedhof wiederbeleben mit Wiedergeburt? Ja, wieso? Das ist ja cool. Also normalerweise, wenn das Monster nicht irgendwie Verbot hat, so auf die Art und Weise wiederbelebt zu werden, sollte es nach wie vor wiederbelebt werden können, auf die Art und Weise. Kannst du mal ausprobieren. Also wenn du nochmal ein Monster geboren hast oder was auch immer du... Okay. Ich generiere Spielmarken jede Runde, ich kann es gar nicht verhindern. Okay, jetzt teste ich erstmal. Verarsch mich. Okay, ich kann den gar nicht auswählen, ich kann gerade nur deine Monster auswählen. Lol, verarsch mich. Nimm den mit keinem Kampfschaden, das ist ein cooler Effekt. Okay, das ist aber schlecht für mich. Okay, ist es jetzt irgendwie scheiße, aber naja. Was? Nein. Ich kann nur dich angreifen, das ist aber wie doof. Wie? Ja, ein Orikalkos. Ich kann nur dein stärkstes Monster, also ich kann dein schwaches Monster nicht angreifen, was zu schwach ist. Ach so, Orikalkos, danke. Ich hab mir gedacht, teuflische Maschine Omega, du hast für einen Kack-Effekt, wenn ich diese scheiß Spielmarken mit 200 Angriffspunkten da rumliegen hab. 700. Ja, aber es wären ja normalerweise 200. Normalerweise, aber nicht hier, nicht hier. Ah, fuck. So viel zu meinem Drachen. Der ist gleich gefickt. Der, was meinst du? Ja. Nicht oder was? Und ich frage mich. Ach so, ich brauche ein Finsternismonster. Die Spielmarke kann auch noch angreifen, ist das geil. Hätte ich nur dieses. Also in der nächsten Folge habe ich auf jeden Fall dieses Fusionsmonster in meinem Deck. Weil ich habe ja eigentlich die Crush-Karte auch liegen. Ich kann die benutzen. Hallo, möchtest du
verlieren. Oh. Damit kannst du natürlich deinen Drachen wiederholen. Das Gute ist, ich habe zwei super starke Monster. Ja, denke ich mir auch gerade so. Und hätte ich Wiedergeburt nicht letzte Runde benutzt, dann hätte ich es mir nächste Runde einfach zurückgeholt. Auch egal. Und wenn ich jetzt nochmal Wiedergeburt ziehen würde, oh schade, ich glaube. Ich glaube doch nicht, dass das auch sind der Kast. Ich glaube, du bist jetzt dann K.O., kann es sein? Mehr oder weniger. Ich kann meine Quatschkarte nicht anwenden. Oh, warte. Ist der nicht? Den hätte ich mal früher spielen sollen, der ist ja Finsternis. Yes. Hä? Was macht der Effekt? Es war ein Krieger. Ja, was macht der Effekt? Na, während der Schadensberechnung, wenn ich einen Krieger angreife, erhalte ich extra 2000 Attack und Defense. In dem Fall egal, weil dein Monster sowieso schwächer gewesen ist. Wenn du es jetzt gebraucht hättest. Aber es ist ein cooler Effekt. Oh, fuck, Mann. Kaiba, du Noob. Okay, jetzt muss ich gewinnen, ansonsten verliere ich meine Seele an das Orikalkos. Du hast irgendwie recht. Ja, ich habe die Falle gezogen. Oh, ja, ich freue mich, meine einzige Fallenkarte. Die müsstest du kennen, nachdem du vorhin die Folge im Anime angeguckt hast, wo die auch drin vorkommt. Du machst das? Bist du dir sicher, dass du das willst? Was, wieso? Du weißt, ich krieg 500 Angriffspunkte extra und ich hab Monster mit. Naja. Was soll ich sonst machen? Ich muss Monster spielen. Der hat 1800 und ich hab Orikalkos noch nicht gezogen. Ah ja. So, mal sehen, ob du mich angreifen willst. Ich frage mich ja, wann ich meine Falle aktivieren darf. Wahrscheinlich erst, wenn du eine benutzt. Oh, super. Fusionierst du den gleich wieder? Kann ich dir sagen, ja. Ja? Bis 2200 Angriffspunkte. Momentan ist das noch genug gegen... Was? Oh, ich kann den Effekt aktivieren. Kann der? Ja, willst du mich ver... Das ist ein Scheißstart für mich. Ist die Karte überhaupt sinnvoll? Ja, egal. Kann man als Opfer nehmen. Das ist voll nett zu meinen Monstern, kann man ja als Opfer nehmen. Ja, das denke ich mir gerade. Für jedes Monster, das ich in Verteidigung setze, das du zerstören wirst. Gott, ich brauche ein Orikalkos-Siegel. Selbst das würde mich ehrlich gesagt gerade nicht retten. Oh, wer hätte das gedacht? Du bist stärker als mein 800er Monster. Ach lol, das kann man ja sogar immer aktivieren. Das ist toll. Vielleicht bin ich ziemlich am Arsch. Das bringt mir was, wenn ich jetzt am Friedhof hab. Ein Grund mehr, warum das Spiel dir aus dem Spiel schmeißt. Okay, dann setze ich jetzt das Monster. Auch das ist gerade echt schlecht für mich. Sehr schlecht. Wenn ich double, würde ich schon längst die anderen zwei zum Angreifen benutzen, aber na gut. Nein, die kannst du ja zerstören. Wer sagt das? Ja, ich. Ich habe momentan nichts, was stark genug wäre, um dein Fusionsmonster zu zerstören. Und ich habe leider auch nichts, was so viel Defense hat, um das auszuhalten, was dann Fusionsmonster macht. Ab wann in der Serie kämpfen wir eigentlich mit 4000 Lebenspunkten? Hä, wir kämpfen noch immer. Nee! Mit 8 meine ich. Das finde ich aber schlecht. Ich finde das nämlich ein gutes Prinzip. Du kannst ja gerne mal in 5Ds reingucken, aber ich glaube, die spielen da immer noch mit 4000.
In der Serie macht das auch Sinn, weil die so ewig lang brauchen, um sich mal irgendwann anzugreifen. Für Sexzeit kann ich nicht sprechen und alles danach. Ich kann jetzt nur hoffen, dass du entscheidest, nicht anzugreifen. Ansonsten bin ich diese Runde vielleicht schon K.O. Wenn du mich jetzt mit dem 1800er angreifst und den 2200er benutzt, um meine Lebenspunkte dann auf 0 zu setzen. Ach, jetzt hast du zwei Monster, die 2003. Okay. Was machst du denn jetzt? Achso, das machst du. Kontaktfusion. Damit ist natürlich mein Plan, das mit 1800 Defense exakt zu überleben, nicht aufgegangen und ich bin exakt auf 0. Schau mal. Das hätte ich die ganze Zeit auch noch machen können. Ach, vom Deck greift das auch ein paar. Hä? Ja, ich durfte sie mir aussuchen. Wo ist mein Angriff? Das weiß ich doch nicht. Jetzt, warum ist der annulliert? Ich habe random Karten ausgesucht. Warum ist mein Angriff annulliert worden? Hä? Keine Ahnung, ich schenk dir ein Monster. Wie wär's? Wählen? Fragezeichen, Fragezeichen? Ja. Auf Englisch würde da jetzt stehen und irgendwas gescheit. Das da? Aber Deutsch. Kann das überhaupt? Na, irgendwas kann es auf jeden Fall. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht so recht. Okay, irgendwas mit verdeckter Verteidigungsposition, Angreif, sofort Zerstörung. Das ist so sinnvoll, dass ich diesen Effekt jetzt überhaupt gespielt habe. Say what? Weil ich es jetzt nur benutzt habe, damit beide... Es ist so, als wäre nie was gewesen. Beide sind tot. Okay, mir fehlt eine Karte auf der Hand. Wie... Vollstrecker? Der hat aber auch zwei Verzogen, ne? Den habe ich in Reality. Und damit hat Kuiper alles. Habe ich doch nicht meine Seele verloren. Obwohl, gut, diesmal hast du doch Kalkos nicht mal gezogen. Also hast du auch überlebt. Ist ja gut so. Ich glaube, die haben auch immer irgendwie einen Gleichstand oder so. Deswegen sterben die nicht. So, jetzt muss ich ein Deck modifizieren, mit dem ich als nächstes spiele. Gut, aber ich würde sagen, weiter geht es erst im nächsten Part. Bewerten nicht vergessen. Ciao. Tschüss.